Die Herausforderung im Schadenmanagement ist, den Kunden nicht aus dem Auge verlieren, konsequent digitalisieren, aber das Ganze mit einer hohen Kundenorientierung gepaart und die Menschen, die Sachverständigen und die Sachbearbeiter mitnehmen. Da steckt nämlich noch ein riesen Change Management für die gesamte Organisation dahinter. Herzlich willkommen beim Messekongress Schadensmanagement und Assistance. Ich habe mein komplettes Claims-Team hierher gebracht und die sind schon ganz fleißig hier unterwegs, sehr vernetzen sich und lernen neue Lösungen und neue potenzielle Partner kennen. Ich freue mich auf den Tag, das wird bestimmt eine tolle Sache. Ich bin beeindruckt von der Anzahl der Dienstleister, einerseits die Breite, die Vielfalt, aber auch, dass es zu dem einen und demselben Thema mehrere Dienstleister gibt, mit denen man sich dann auseinandersetzen und austauschen kann und diskutieren kann. Ein tolles Spektrum von wahnsinnig vielen Anbietern und spannenden Produkten. Also ich bin ganz begeistert. Ja, der Messekongress Schaden in diesem Jahr war für die ATU wieder ein voller Erfolg. Als Hauptsponsor haben wir sehr viel Resonanz bekommen und dadurch, dass wir auch Speaker waren in einem der Foren mit einem interessanten Beitrag zur Telematik basierenden Versicherungsprodukten, haben wir sehr viele interessante Rückfragen bekommen und wir freuen uns jetzt auf die folgenden Gespräche. Der Schadenkongress der Versicherungsforen Leipzig ist für uns die optimale Plattform zum Netzwerken mit Versicherern und Schadendienstleistern. Wir freuen uns, heute als Abendveranstaltungssponsor unser 30-jähriges Jubiläum feiern zu dürfen. Ich finde die Veranstaltung ausgesprochen interessant und kann mir hier auch interessante Impulse für meine Arbeit einholen und auch Kollegen aus anderen Häusern treffen, die man sonst nicht treffen würde. Und von daher freue ich mich über die Veranstaltung und auch auf nächstes Jahr, wenn ich wieder teilnehmen werde.